Meine sehr geehrten Damen und Herren, liebe Freundinnen und Freunde der Union-Stiftung. Ich freue mich, dass ich einen Weihnachtsgruß an Sie richten darf. Ich bin Thomas Hufschmidt und Jugendpfarrer an der Kirche der Jugend Elia hier in Saarbrücken. Weihnachten. Wenn wir in Elia auf Weihnachten zugehen, heißt das für uns auch immer, dass wir uns mit Jugendlichen und jungen Erwachsenen zusammensetzen und überlegen, was ist denn das Thema dieses Jahr an Weihnachten? So auch in diesem Jahr. Wir haben uns im November zusammengesetzt und gemeinsam im Brainstorming überlegt, was ist Weihnachten in diesem Jahr, was ist das Thema? Wir sind nach vielem Hin und Her und nach vielen Überlegungen letztlich fündig geworden. Erwartung. Oder besser gesagt, erwartet. Erwartung. Welche Erwartungen haben Sie an Weihnachten? Wir haben uns damit auseinandergesetzt und uns immer wieder diese Frage gestellt, in der Vorbereitungszeit und jetzt auch in diesem Advent. Wie haben sich die Erwartungen verändert in diesem Jahr im Zugehen auf Weihnachten? Was ist anders geworden nach den Krisen der vergangenen und besonders nach der Krise dieses Jahres? Es ist ja durchaus kein normales Weihnachtsfest mit einem Krieg in Europa direkt vor unserer Haustür. Da ist es doch normal, dass sich vielleicht Erwartungen verändert haben. Nicht nur wegen des Krieges, auch wegen der Energiekrise und Corona und all den Dingen, die uns schon seit Jahren und auch erst eben seit diesem Jahr beschäftigen. Welche Erwartungen haben Sie? Werden Sie erfüllt? Wie sieht Ihr Weihnachtsfest aus, wenn Sie am Heiligen Abend oder am ersten und zweiten Weihnachtsfeiertag im Kreis Ihrer Lieben zusammensitzen? An Heiligabend wird in der Kirche der Jugend Elia in der Christmette ein ukrainischer Chor singen, neben dem Projektchor, der bei uns auch sich formiert hat. Und eine junge Frau aus diesem Chor wird selbst Zeugnis davon geben, wie sich ihre Erwartungen an Weihnachten in diesem Jahr verändert haben. Letztes Jahr war sie noch in ihrer Heimat und hat dort Weihnachten gefeiert, im Kreis ihrer Familie. Dieses Jahr ist sie in Deutschland, hier in Saarbrücken, bei uns in der Kirche der Jugend Elia zu Gast. Natürlich schwingen da ganz andere Erwartungen an Weihnachten mit, als bei uns, die wir hier sind und auch letzten Endes ja in unserer Heimat bleiben konnten. Erwartungen. Vielleicht haben Sie sich auch schon einmal Gedanken darüber gemacht, mit welchen Erwartungen Sie in dieses Weihnachtsfest hineinstarten. Es sind aber nicht nur Erwartungen, mit denen wir uns beschäftigt haben in der Kirche der Jugend Elia, mit den Jugendlichen und jungen Erwachsenen, sondern auch mit einer klaren Botschaft, die dieses Weihnachtsfest Jahr für Jahr und somit auch in diesem Jahr mit sich bringt. Wir haben extra eine Kerze gestaltet, die ich auch Ihnen mitbringe hierher in diese Videobotschaft. Erwartet steht da drauf, allerdings in einer anderen Schreibweise. Er Punkt wartet. Ja, wir feiern an Weihnachten, dass er wartet. Wir feiern, dass Gott Mensch geworden ist und dass er es jedes Jahr neu werden will und immer wieder auch in unserem Leben. Mit anderen Worten, wir feiern, dass er schon da ist und dass er nicht erst kommen muss. Und dass er auf uns wartet. Er wartet auf uns, wenn wir in diesen Tagen ihn feiern, wenn wir in diesen Tagen seine Menschwerdung feiern. Mit anderen Worten, es ist ein Gott, der schon da ist und der eigentlich nur darauf wartet, dass wir auf ihn zugehen. An Weihnachten ist das noch einmal in besonderer Weise eine Einladung, auf diesen Gott zuzugehen, der Mensch wird, also so wie wir, und der auch genau weiß, was es heißt, Mensch zu sein. Das werden wir im Laufe des nächsten Jahres auch noch einmal alles feiern. Er wartet. Das ist vielleicht eine ganz deutliche Botschaft, die wir noch einmal mitnehmen können und die ich auch Ihnen wünsche. Dass Sie die Erfahrung in Ihrem Leben immer wieder machen, dass dieser Gott auf Sie wartet und dass es an Ihnen liegt, einen Schritt auf ihn zuzugehen. Meine sehr geehrten Damen und Herren, liebe Freundinnen und Freunde der Union-Stiftung, vielleicht ein kleiner Gedankenanstoß verbunden mit den besten Wünschen für Ihr Weihnachtsfest. Ein Gedankenanstoß, selbst noch einmal nachzugehen und nachzuspüren, was sind Ihre Erwartungen an dieses Weihnachtsfest? Wie haben sich Ihre Erwartungen in diesem Jahr mit all den Krisen und Herausforderungen auch der vergangenen Jahre verändert? Und lassen Sie sich mitten hinein in diese Ihre, vielleicht auch ganz anderen Erwartungen, die Botschaft des Weihnachtsfestes zusagen. Er ist da und er wartet auf Sie, auf Ihr Kommen und er freut sich, mit Ihnen durch dieses Weihnachtsfest und durch das neue Jahr zu gehen.
In diesem Sinne wünsche ich Ihnen alles Gute, Gottes Segen und dass all Ihre Erwartungen, all Ihre Sehnsüchte und all Ihre Wünsche in Erfüllung gehen. Frohe und gesegnete Weihnachten.